Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Majora's Mask. Und wie angekündigt, ich habe Geld gesammelt ohne Ende. Meine Katze rennt wie fast immer am Anfang einer Aufnahme durch das Zimmer wie eine Bekloppte. Ja, das hat Pino so an sich, und wir zahlen jetzt das letzte bisschen Geld ein, die letzten Rubinchen, um die Bank zu sprengen. 4.932 Rubine haben wir deponiert und es sollen noch viel mehr werden. Na okay, ein paar auf jeden Fall. Ach, machen wir einfach 100, dann reicht das. So. Was? Ja, natürlich, ich bin ein kleiner, reicher Kerl. 5.032 Rubine macht das. Oh, du hast bereits 5.000 Rubine gespart. Nun, dein kleiner Mann, das ist der Höchstbetrag. Mehr kann ich nicht aufbewahren. Ich bitte um Verzeihung, aber mehr als das kann ich dir nicht anbieten. Ja, Bank gesprengt. Ein Herzteil und damit haben wir ganze 19 Herzen. Hell yeah. Und wir haben ja auch. Ich dachte, ich hätte was gehört. Wir haben ja auch mitten in der Nacht, letzter Tag. Das bietet sich ganz gut an. Ich habe mich ein wenig vorbereitet mit grünen Tränken und ich bin mir nicht sicher, ob wir die brauchen. Ich glaube aber nicht. Aber sicher ist sicher. Noch ein paar Feechen und Bömpchen. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie die Zeit totschlagen. Ne? Der steht da so rum. Ja. Was machen wir denn da? Ich hätte die Aufnahme vielleicht zu einer späteren Uhrzeit anfangen sollen, so um 10 oder so. Das wäre eventuell ganz schlau gewesen, aber mit Link kommen wir doch auch ganz normal dort hoch, ne? So. Und zwar so. Ja, leck doch noch ein bisschen und zwar so. Genau. Wisst ihr, wo wir lange nicht mehr waren? Beim Maskenhändler. Hi! Guck mal, ich habe so viele Masken. Warum dies? Du trägst die Hasenohren. Ein sehr nützliches Ding. Es ist ein Symbol der Freundschaft zu Tieren. Du hast gute Arbeit geleistet. Weiter so. Du bist der Richtige, um meine Maske zurückzubringen. Ja, schön. Der sagt bestimmt zu jeder Maske irgendwas, aber dadurch vergeht die Zeit ja nicht schneller. Und wenn wir hier drin rumhocken, vergeht die Zeit auch nicht schneller. Deswegen bleiben wir mal lieber draußen. Der Hund ist auch weg, sonst hätte ich den jetzt geärgert. Ja. Na gut, ich vertreibe mir die Zeit ein bisschen mehr als ihr. Also, ihr. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, was ich rede. Ich wollte die Zeit jetzt verschnellern, damit ihr euch mehr die Zeit vertreiben könnt als ich. Denn für mich ist das ja alles länger. Du, 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 du. La 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 la. Hey. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Okay. So. Kurz vorm. Ne? Es wird Zeit. Und da öffnet sich der Turm noch ein weiteres Mal. Und das letzte Mal, denn Link wird euch jetzt alle aufhalten. So. Rein da, natürlich mit den Hasenöhrchen. Ist doch klar, die müssen immer dabei sein. So, hallo. Schwester! Tail! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon,
Rasch, die vier, die dort gefangen sind. Bring sie her. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, du törichte Fee. Hey! Jetzt reicht's. Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Oh, dieses Geschrei, ne? Oh. Ich hab's so gehasst als Kind. Jetzt sogar noch ein bisschen. Alles klar, du doofes Horror-Kid. Müssen wir denn schon ein Lied spielen? Ich weiß es gerade gar nicht. Was sagst du denn? Taya sagt gar nichts. Hey, guck mal. Macht dir nichts aus, ne? Ist voll kacke. Ist voll kacke. So, auf jeden Fall müssen wir ein Lied spielen. Um die vier... Freunde, sag ich mal, hierher zu holen. Gesang des Himmels. Rechts unten A, unten rechts O. Okay. So, kommt her. Beschützt die Welt. Erst mal eine dicke Gänsehaut gekriegt. Oh, dieses Lied. Einfach toll. Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Ah, freu dich nicht so früh. Schwester! Tail! Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horror-Kid, hast du nun erkannt, was du im Begriff warst zu tun?
Warte, Schwester, sei nicht zu hart mit dem Horror-Kid. Tail, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Das Horror-Kid, es war nur einsam. Es hat versucht, alles um ihn herum zu zerstören. Das ist nicht gerade die Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Das Horror-Kid konnte diesen Mächten keinen Widerstand bieten. Es war viel zu viel für ihn. Quatsch! Nicht nur, dass es weder über Willenskraft noch Mut verfügt, er ist auch noch ein völliger Narr. Willenskraft? Mut? Das kommt mir bekannt vor. Da muss ich dir recht geben. Zu viele Schwächen hielten es davon ab, an meiner Macht teilzuhaben. Wait, what? Ja, stimmt. Gib deine Dummheit zu. Huh? Hi. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist nicht mehr wert als Abfall. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Was geschieht nun mit dem Mond? Aber ich hatte früher auch wahnsinnige Angst vor dieser Musik. Die ist so creepy. Oh Gott. Das ganze Spiel ist creepy. Ich bin, um zu verzehren. Verzehren alles. Gott, ey. Ah, das ist gar nicht gut. Wir müssen weg von hier. Rasch, die Hymne der Zeit. Die Hymne der Zeit. Nein. Diesmal nicht. Oh nein, du machst wohl Witze. Sag nicht, dass du da hinauf willst. Vergiss es, du kannst alleine gehen. Ich bleibe hier bei Tail. Ich werde gehen. Wie? Was sagst du da, Tail? Was ist los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Ich verstehe. Ich werde gehen. Hey, du bist richtig stur geworden, genauso wie jemand anderes, den ich kenne. Ja, wen meinst du da wohl? Wisst ihr, ihr seid wirklich blöd. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja. Herzlich willkommen im Mond. Als ich das allererste Mal hier war, war mein erster Gedanke nichts anderes als: What the fuck, wo bin ich hier, verdammt? So nach dem Motto. Und ja, so sieht es im Mond aus. Wirklich. Ehrlich. Nee, also, wow, fantastisches Spiel. So, und hier laufen jetzt kleine Gestalten rum und kleine Kinder. Und da der eine Junge mit einer Majora's Maske. Aber erst wollen wir mit den Kleinen reden, die die Vermächtnisse der Götter tragen. Hi. Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Ja, oh, hier könnte ich bleiben, ehrlich. Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskensammler? Ist das der Maskenhändler in kindlicher Form? Seine Haare sehen auf jeden Fall so aus. Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken. Gib mir welche. Ja. Wir haben so... Oh, meine Batterie ist gleich leer. Ja, schön. Ganz toll. Ich wechsle mal kurz die Batterien. Entschuldigt bitte. So, da bin ich wieder. Ist das jetzt voll? Ja, ist voll voll. Wir haben so mühselig und lange Masken gesammelt. Ja. Schön war's mit euch. Nee, die hab ich auf. Das ist also doof. So, einmal. Hier, bitteschön. Mehr. Okay, noch eine.
mehr. Hätte ich die... Ich will die Hasenohren behalten. Dankeschön, du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken, lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. So, wo landen wir denn? Noch habe ich die Hasenohren. Hier komme ich wieder zurück. Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. So. Wir müssen jetzt mit den ganzen kleinen Kindern da draußen, 5 an der Zahl, kleine Spielchen spielen. Also mit den ersten 4 auf jeden Fall. Und in jedem dieser kleinen Mini-Dungeons ist ein Herzteil versteckt. Deswegen haben wir gerade auch nur 19 Herzen und keine 20. So. Links. Ich meine, ich weiß es noch. Links. Jetzt muss ich nach rechts gleich. Und dann wieder links. Und ich hoffe, es war richtig. Wupp. Ja, es war richtig. Ach, ich bin so gut. Du hast ein Herzteil gefunden. Yay. Dankeschön. Aber wir müssen das Ganze nochmal machen, weil das eigentlich der falsche Weg ist. War dem nicht so? Genau. Wir müssen nämlich von den vielen Gängen den richtigen Ausgang finden. Und hepp. Ich mach das einfach mal wie gerade. Links. Links. Nein, jetzt bin ich nach rechts. So, dann gehe ich halt gleich nach links und dann nach rechts. Genau. Links und rechts. Das müsste der richtige Weg sein. Ja, da ist er. Hi. Diese Maske, nimm sie ab. Okay. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Willst du die? Nein, nicht doch. Oh, Gott sei Dank. Okay, weg damit, sagt er einfach. Die Feenmaske brauchen wir ja auch nicht mehr. Die Hasenohren, ey, die behalte ich bis zum Schluss. Mehr. Mehr. Hey, dankeschön. Du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Und hier sind wir wieder. Diesmal gehen wir zu einem anderen Kind. Der Weg ist immer so weit. Und ich habe mir die Maske nicht gemerkt, die der Junge auf hatte. Aber ich glaube, das war die Fischmaske, ne? Die Fischmaske, sag ich einfach. So, dich hatten wir nicht, ne? Genau, Twin Mold. Ach, schönes Wetter, findest du nicht auch? Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken, gib mir welche. Okay, aber nicht die Hasenohren. Ach, die Bremer Maske ist auch so toll. Ah. Mehr. Ich sag ja nur, die Ikaner Stadtmusikanten. Noch mehr. Oh, wir haben sie so mühselig gesammelt.